Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Willkommen zu einem neuen Video. Junge, ich habe schon keine 2 Sekunden und direkt Sprachfehler. Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem wunderschönen Parkdeck. Was müssen wir machen? Wer hat das gedacht? Wir fotografieren. Also Ziel ist es, vielleicht sieht man es ein bisschen, diesen Himmel irgendwie mitzunehmen. Also es ist schon allgemein geil, die Location. Aber diesen Himmel hier wollen wir mitnehmen. Ich würde einfach mal sagen, mein Auto steht schon so ein bisschen schräg. Wir gucken mal, die Lichter mache ich natürlich aus, weil sonst machen wir nicht denselben Fehler wie gestern. Und dann gucken wir einfach mal, was für Bilder wir rausbekommen. Also, let's go! So, Lichter aus. Ja. So, wir machen hier nur, ich nenne es jetzt einfach mal, die Devil's Horn machen wir an. Und gucken, ob wir das gescheit hinbekommen. So, wir fangen natürlich wie immer mit einem Landscape an, gehen dafür auf 35 mm und machen mal diesen Shot. Hier gehen wir mit der ISO und ticken hoch. Das sieht eigentlich auch recht geil aus. Wir sind jetzt bei ISO 1.6. Wir gehen mal lieber mit dem Shutter Speed einen Ticken runter, dafür, dass wir auch mit der ISO runter können. Und jetzt machen wir von hier unten einen. Das Problem ist, wenn wir von hier unten ein Bildchen machen, vielleicht seht ihr es hier, sieht man den Himmel nicht mehr so richtig. Also finde ich diesen Shot eigentlich so von oben, auch wenn ich eigentlich nicht so der Fan bin von oben, aber so sieht das recht geil aus. So, wir machen noch einen 70er Shot, weil das ist ein Muss. So, wir gucken, dass wir schön das hier mitnehmen. Jetzt gehen wir hier, aber auch beim 70er Shot machen wir jetzt die Rule of Thirds, weil ich möchte kurz Luft anhalten, damit wir ja nicht verwackeln. Ich möchte nämlich den Himmel mitnehmen und wunderschön scharf. Die Devil's Horn sehen eigentlich nicht mal so geil aus, wenn ich ehrlich bin. Aber so die Composition davon war recht geil. So, und dann benutzen wir noch für, boah, das sieht eigentlich schon richtig sick aus. Für Instagram und Co. brauchen wir natürlich auch Hochkant, dass wir genug an Vorrat haben, dass ich ja nicht verwackelt bin. Weil bei 1.6 Handheld ist es immer recht schwierig, finde ich. So, jetzt gehen wir auch nochmal hier einmal von unten. Das sieht auch recht schön aus. Selbe Spiel, nicht verwackeln. Jetzt gucken wir mal. Hier ist der Fokus auch komplett falsch. Nee, da passt der Fokus nicht. Es war zwar nicht verwackelt, aber der Fokus hat nicht gepasst. Wohin fokussiert denn das Ding? Der Fokus passt nicht. Gefällt mir immer noch nicht zu 100%, muss ich zugeben. Ja, ein Ticken besser, ist aber okay. So, und dann machen wir nochmal einen 35er Shot. So, ich finde vor allem mit dem, dass wir hier diese Beleuchtung da mitnehmen, finde ich, gibt einen coolen Effekt so. So, das Auto placen wir aber hier. Irgendwie sieht das weird aus, wenn ihr mich fragt. Das sieht alles so milchig aus. Ja. Es sieht alles ein bisschen zu milchig aus, wenn ihr mich fragt. So, dann wechseln wir mal kurz. Beziehungsweise ich finde eigentlich, wenn ich mal hier so nee.
Jetzt haben wir so einen richtigen Wide-Angle-Shot machen. Das sieht fast so ein bisschen aus, wie als würde man es mit dem Handy machen. Ich weiß nicht, sieht ein bisschen weird aus, wenn ihr mich fragt. So, wir machen noch kurz mal von dem Engel hier. Mit dem Pfosten hier als Vordergrund. Das sieht auch cool aus. Hier gehen wir aber ein bisschen in die Knie. Okay, sieht eigentlich actually eher weird aus. Ich würde sagen, wir drehen jetzt kurz das Auto, machen noch von hinten, weil der Himmel verschwindet jetzt wirklich, die Wolken übernehmen, die Dunkelheit übernimmt. Dann haben wir keinen schönen Himmel mehr. Wir drehen aber noch das Auto und dann war es eigentlich sogar schon für heute. Okay, beim Drehen ist mir gerade aufgefallen, ich weiß nicht, ob man es auf der Wide Angle Cam sieht, der Mond ist hier. Ob wir den benutzen können? Problem ist halt eben, wir sehen uns so relativ groß mit unserem Auge, aber wenn wir mit unserer Cam drauf gehen, ist es dann einfach ein helles, grelles Licht. Das ist eigentlich immer recht lustig. Manchmal fühle ich irgendeinen Finkel, einen Tag später dann wieder nicht. Das ist ein bisschen weird, muss ich zugeben. So, ich will jetzt noch kurz mein Auto einmal straight Richtung Mond von hinten schießen. Und dann habe ich mein Goal für heute. Mein Goal für heute achieved. Und dann darf ich wieder diese 4-5 Stockwerke runtergurken mit dem Z. Komplett angeschrägt und vorsichtig, dass wir ja unsere Front nicht wieder kaputt machen. So, einfach mal straight Richtung Mond fahren. So nah wie möglich. Will ich jetzt einfach mal schätzen. So, und weiter geht's. Ich habe mir gerade irgendwie literally mein Bein verdreht. So schlimm Bein verdreht. Ja, ich weiß. So, wir machen einmal ein Landscape, 70 mm Schritt. So, Auto ist mittig. Ich finde, Rule of Thirds ist hier gerade behindert, finde ich. So. Man sieht so ein bisschen im Eck den Mond. Und natürlich einmal, oh Junge, der Shot ist eigentlich echt geil. Ich hoffe nur, dass ich dann den Mond, er ist zwar klein, aber oho. Okay. Ich habe mal nichts gesagt, ne? So, nochmal kurz hier. Jetzt gehen wir auf 35 mm. Und so, noch diesen Shot. Ich weiß nicht, ob der cool ist, ich bearbeite ihn trotzdem. Ob ich den fühle, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, könnte ich euch keine Antwort geben, muss ich zugeben. Jetzt haben wir ein scharfes Bildchen. Perfekt. Dann shootingmäßig. Gucken wir kurz einmal diesen Detail. CPL drin bringt hier nichts, aber das hier ist eigentlich recht geil. Dieser Shot hier. Ja, der Shot ist echt geil. Perfekt, wir hören uns jetzt gleich auf der anderen Cam wieder. Nach einem verdrehten Bein, bisschen Sonnenuntergangshimmel und ein bisschen Mond sind wir auch schon durch für heute. Coole Bilder, chillige Shooting. Ich liebe so Rooftops. Falls sich jemand fragt, warum mache ich das überhaupt jetzt hier so 20 Tage am Stück? Vielleicht hat es der ein oder andere irgendwie vielleicht mitbekommen. Über meine Website oder so. Ich biete natürlich auch Shootings professionell an und somit können potenzielle zukünftige Kunden sehen, wie meine Arbeit aussieht, wie ich meine Arbeit mache, wie meine Vibes, sage ich mal so, sind von den Bildern. Jeder hat ja so seinen eigenen Style und wer Bock darauf hat, kann mich jederzeit anschreiben. Auf meiner Webseite stehen die Infos und die Preise dazu. Man kann mich gerne anschreiben, gucken, dass man auf den Nenner kommt und dann auch einen Termin macht. Und wenn ihr Bock darauf habt,
gerne anschreiben auf Instagram, E-Mail, sonstiges, alle möglichen Kanäle, die ihr habt. Und ansonsten war es das für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag, viel Spaß noch und wir sehen uns schon beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao! I got the cash in the bag, stadium packed, born a rock star in this life gone.